Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play and Talk Crusader Kings 3 hier auf Gen X Reloaded. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ja, eigentlich sollte es Atlas Fallen geben, aber irgendwie, ich weiß nicht, was mit dem Spiel bzw. meinem Rechner los ist. Ich habe gerade zwei Aufnahmen, bei der ersten hatte ich keinen Ton, funktioniert, weil das Mikrofon ausgefallen war. Und bei der zweiten hatte ich kein Bild, obwohl mir auf meinem zweiten Bildschirm im OBS das Bild angezeigt wurde. Ich weiß nicht, was da los ist. Da werde ich morgen in Ruhe nochmal gucken. Aber da es jetzt schon relativ spät ist und das sonst alles zu knapp wird, habe ich gedacht, gut, dann gibt es halt Crusader Kings. Da muss es ja auch weitergehen. Und natürlich sind wir zurück bei König Michael von Deutschland, der auf dem Weg zu einer Hochzeit bei Graf oder Herzog, Graf Miloš, glaube ich, ist. Ja. Und da haben wir in der letzten Folge aufgehört und steigen jetzt natürlich wieder ein. So. Da müssen wir hin. Und hier sind wir. Also wir sind fast da. Ja, hier, das wird das Übliche sein. Ja, immer, ich bin mir halt immer noch nicht sicher, ob ich das Königreich übernehmen soll. Also, beziehungsweise nicht das Königreich, sondern den Titel des Königreichs, des Königs von Polen. Den Titel Herzogtum von Transsilvanien, den ich versehentlich, weil ich keine Ahnung, wo ich war, zu dem Moment mit meinem Kopf, den ich ja doch vernichtet habe, könnte ich wieder einführen, aber da sehe ich keinen Sinn drin jetzt gerade. Gut. Ja. Ansonsten. Gibt es gar nicht viel vorredet. Ja. Unser Fürstbischof ist noch in der Grafschaft von Ohai. Das ist hier der kleine Ländle hier. Wo gerade Krieg geführt wird. Gegen wen führt der Krieg? Verteidigen. Oh nein. Na gut, ansonsten führen wir halt gegen den Krieg, das wäre auch egal. Weil der hat jetzt auch nicht so viel mehr an. So. So. Ist auch noch relativ klein und würde natürlich dann ja gut, so den Krieg mal ruhig gewinnen, ist mir egal. So, ich würde jetzt sagen, aber wir starten jetzt endlich das Spiel und schauen mal, was uns diese Episode so bringt. Die Hochzeitsnacht beginnt. Stimmt, wir ja gar nicht mehr auf der egal. Ich bin scheinbar immer noch verwirrt, ich bin immer verwirrt irgendwie. Ich sollte vielleicht, und bevor ich das lese, die Idee hatte ich ja schon mal. Die habe ich, ist auch nicht jetzt meine Idee, sondern habe ich mir ein bisschen abgeguckt von zum Beispiel Steinwallen, der ja auch dieses Staffelprinzip hat, dass er halt eine Woche oder drei Tage oder vier Tage, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, immer das gleiche Spiel zeigt, damit es da ein Stück weitergeht, weil man natürlich in drei Folgen einiges erreichen kann. Und das dann im Wechsel mit den Spielen, die halt auf dem Kanal sind, die halt im Programm sind. Und ich habe mir gedacht, dass wir das vielleicht auch machen sollten. Ja. Und halt gerade bei solchen Spielen, da kann man dann nochmal was vergessen. Wenn man zwischenzeitlich andere Spiele spielt und ich spiele ja auch privat und ihr wisst ja selber, wie das ist. Damit halt sowas nicht passiert. Wir sind natürlich schon da. Ich hatte ja auch schon, das Bankett war ja auch schon. Und wo ich mich natürlich immer zwischen den Meinungen von meinen Mitgästen entscheiden musste oder mich dann halt zurückgehalten habe. Und da ich eher schüchtern bin, habe ich mich meist zurückgehalten. Ja. Aber gut, ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr davon halten würdet, wenn es dann halt so mehrere Folgen am Stück gibt, beziehungsweise halt mehrere Tage hintereinander mit dem gleichen Game, was ihr davon haltet. Gut. Nur aber die Hochzeit.
beginnt. Es kommt mir vor, als hätte ich tagelang gegessen, getrunken, getanzt, geplaudert und gesungen. Die Feierlichkeiten werden wohl bald enden und die frisch Vermählten sich in ihre Privatgemächer zurückziehen, um die Ehe zu vollziehen. Wir verbleibenden Gäste wollen uns inzwischen noch einmal einschenken und auf die Eheleute trinken. Ja. Es wird Zeit. Gut. Hoppa, hier sind wieder zwei neue Nachrichten. Jetzt haben wir die gleichen. Oh, ich kenne den jetzt Villa. Genau, das war ja, glaube ich, auch schon in der letzten Folge. Plus 1, genau. Und da wollten wir das nochmal abwarten. Weil das dann wahrscheinlich höher ist und das ist dann natürlich nicht so. Ja, und Geiseln, weiß ich nicht. Wie gesagt, noch immer weiß ich nicht genau, was es mit den Geiseln soll. Und vor allen Dingen weiß ich nicht, ob ich das möchte. Nach und nach reisen alle Gäste ab und auch für mich wird es Zeit zu gehen. Die Hochzeit war eine großartige Gelegenheit, mit Gleichgesinnten ins Gespräch zu kommen, um mich ein bisschen zu entspannen. Ich verlasse das Anwesen müde, aber zufrieden und wünsche den frisch Vermählten noch eine glückliche und erfolgreiche Ehe. Gescheiterte Vorsatzdiplomatie. Ja. Gabriel, diesen Namen, Bratislavic hat, Entschuldigung, Heinal Bratislav Nysa geheiratet. Ich habe 150 Prestige erhalten und habe 12 Anspannungen verloren, weil ich schüchtern bin. Prachthochzeit von Graf Milosch dem II. Der Gastgeber erhält 10 Meinung bei jedem anwesenden Charakter und das Ehepaar natürlich auch. Gut. Wie steht das dann alles nochmal? Jeder Gast erhält eifrige Frohnatur. Tränkespiel plus 1. Okay, alles klar. Gut, dann mal wieder ab in die Heimat. Passiert jetzt nichts Schlimmes mehr auf der Reise? Das wäre ein bisschen doof. Doof. Oh, wir brauchen noch 16 Monate in der Grafschaft von Rupinen, um dafür Ordnung zu sorgen. Oh, guck, bin ja gleich schon da. Sehr schön. Sehr schön. Ich habe 11 Eigenschaften Erfahrung in Wanderer erhalten. Ja, der Text ist immer das gleiche. Ich bin zu Hause, bla bla bla. Mein Gefolge berichtet, dass wir seit 363 Tagen unterwegs sind und 27 Baronien durchquert haben. Ein Jahr. Fast ein Jahr. Für eine Hochzeit. Das muss man sich mal vorstellen. Das werde ich nicht vergessen. Ich hatte einen peinlichen Moment mit einer Ente, die ich in die Wildnis von Dessau gefolgt bin. Regentschaft beendet. Gut. Glück. Ein neues Großreich. Ja, das ist immer noch das Gleiche. Ich werde nicht schon wieder irgendein Fest veranstalten. Denn, ich bin gerade wieder zurück. Herzog Jakob von Utini. Ist gerade mal gar nicht mal wenig. Ja, mach ich doch gleich mal. Das ist wenigstens das plus 7. Nehme mal ein großzügiges Angebot des Vasallentums an, mein Lehnsherr. Rechnet Herzog Jakob von Ultenia. Gut, schön, dass du mit einem schon schreiben kann, mein hochbegabtes Kind. Ja, bei mir hat das keine direkten Effekte, außer dass mein Land halt größer ist. Wurde ein Vasall von mir, gewann 10 Meinung von mir. Bande beginnt bei niedrigen Steuern und auf niedrigen Aufgebots. Aufgebots. Anteil. Ja, immer diese blöden Geiseln. Lasst mich in Ruhe damit. Musik ist heute leise. Also irgendwie will mein Rechner mich heute, glaube ich, ärgern. Ich hatte keinen Bock mehr.
Dip, dip, dip. Was ist denn jetzt da aufgehoben? Entschuldigung, aber das Bündnis ausgelaufen. Laura ist verstorben. Ich kümmere mich gleich drum. Moment, meine Radspitzel ist mit besorgniserregenden Neuigkeiten zu mir gekommen. Wir wissen noch nicht, wer es ist, doch jemand schmiede einen Komplett, um eine Person zu ermorden. Und zwar mich. Was? Mich? Ich? Ihn? Wir müssen den Übeltäter sofort finden. Ja, Rufeigenschaften, bla. Bündnis ausgelaufen. Wann ist sie denn gestorben? Wann ist sie denn gestorben? Hat sich zu Tode gesoffen. Na tolle Wolle. So, wer ist denn hier jetzt Chef? Herzog Siegfriedo von Piemont. Ja, dann mal ein Bündnis aushandeln, ne? Wo? Geschichte mit Schwager. Oh. An den gütigen König Michael von Deutschland. Ich fühle mich durch eure Anfrage geehrt und werde euch gern meinen Verbündeten nennen. Gezeichnet Herzog Siegfriedo von Piemont. Wunderbare Neuigkeit. Das ist natürlich super. Hier wird ja auch noch gebaut, nicht wahr? 13 Monate und hier unten wird auch noch, genau. Ja, auch noch 12 bzw. 13 Monate. Ja. Immer noch das gleiche immer. Wie immer. Gut. Seid gegrüßt, mein unversöhnlicher Lehnsherr. Ich habe sowohl alte, auch weniger glaubwürdige Dokumente durchgesehen. Endlich habe ich genug Material, um überzeugend vortragen zu können, dass ihr der rechtmäßige Fürst von der Grafschaft von Ohai seid. Nur fehlt ein kleines Beschenkungsgeld. Können wir durchschauen. 54 Euro, das geht. Das geht ja noch. Oh, Königin Lisa ist schwanger. Yay! Ah, super. Na toll. Einunddreißigtausend gegen 19.000. Ach, was soll denn das, Leute, ey? Ah, das ist doch ehrlich ätzend. Er ist nicht beeinflusst, war ja klar. Prachthochzeit von der Herzogin Tangino. Herzog Tangino. Den ich hier anklicken. Mensch. Ja, mal gucken, wo das ist. Zack, zack, zack. In Friesland, ja. Nee, eigentlich nicht. Eigentlich will ich das nicht. Aber ich muss eigentlich. Ja, aber wenn ich schon die Hochzeit vom Grafen angenommen habe, muss ich ja vom Herzog auch annehmen. Auf der anderen Seite, wenn ich es ablehne, dann wird mir nicht zu sauer sein.
Nee, ich kann nicht schon wieder verreisen. Ich kann nicht andauernd unterwegs sein. Vor allem nicht, wenn sich meine anderen Pläne dadurch. Verzögern bzw. in Luft auflösen, weil ich zu langsam war wieder mal. Und jetzt müsste ich mich mit Polen anlegen. Klar, würde funktionieren. Aber will ich wirklich so einen großen Krieg anfangen? Ja, der ist doch auch mit mir. Doch nicht. Ach so. Brauche noch so einen richtig fetten Verbündeten. Der möchte nicht Bündnis. Hilft mir das da vielleicht mit den Geiseln? Ich würde gerne anbieten. Nochmal lesen. Geiseln können Bedrohungen abschrecken oder beseitigen. Oder so, dass ihr euch anderen Dingen widmen könnt. Des Weiteren gewähren sie dem Wärter monatlich praktisch. Kriegsgrund. Ja, habe ich ja. Wegen meinen de Juren, wegen meinen Ansprüchen. Ah ja, oh hi. Unten. Oder ich Vasall macht Wurzelland zu meinem Vasallen und gehe dann gegen Munizien. Ratsmannschaft von Team Respekt. Abschaff von Rupin hat für Führung durch den Ratsmannschaft für 5 Jahre erhalten. Diese Grafschaft profitiert immens von der Aufmerksamkeit des Ratsmarschalls des Reiches. Volksmeinung plus 50. Eine Lektion in Sachen Geldgier. Mein Sohn Tankmar hat gerade eine von Otto unterrichtete Lektion beendet zur Verwaltung der Schatzkammer und des Golds darin. Dankmar scheint sich die Lektion zu Herzen genommen zu haben, durch einen gestärkten Sinn für Gerechtigkeit. Er spricht ständig davon, jeder seine Aufgabe in der Wirtschaft des Reiches hat. Der höchste König, genau König, genauso wie der niedrigste Soßenkoch. Jo, einen stark ausgeprägten Gerechtigkeitssinn wird ihm beim Volk beliebt machen. Seid gegrüßt, mein nachdenklicher Lehnsherr. Ich bin in Wölpe angekommen, um euch zu huldigen, glorreicher König, als Zeichen meiner Treue. Ich bringe euch teure Geschenke, die Euer Majestät würdig sind, als Zeichen meines guten Willens und meiner Dienstbeflissenheit. Gezeichnet Graf Laszlo von Wolkenstein. Ja, dann mal hinein mit ihm. Ich warte geduldig auf meinen Thron, auf die Ankunft von Graf Laszlo, der mir auch schon bald angekündigt und präsentiert wird. Er kniet ehrerbietig nieder, während Gesinde seine Geschenke in Form von Geld und Kostbarkeiten herbeischaffen. Der Eid wird geleistet und Schreiber halten seine Schwüre fest, dem Reich dienen zu wollen. Auf mein Geheißen erhebt sich der Graf schließlich,
Ich bringe meine Zufriedenheit zum Ausdruck und bekräftige das Anrecht von Laszlo auf die Ländereien, über die er an meiner Stadt herrscht. Ich nehme eure großzügigen Geschenke an, Graf Laszlo. Ja, das übliche, ne? Graf Laszlo erhält 50 Prestige, ich erhalte 6 Hofpracht, 150 Prestige, 50 Gold und meine Dynastie erhält 150 Bekanntheit. Und wie immer gucke ich dann natürlich, wie weit wir hier sind jetzt. Ah, dauert ja nur noch 10 Jahre. Super. Super. Ja. Ruchlose Intrigen. Mein Fürst, König Eduard von Polen, hat alle Gespräche mit euch abgebrochen. Bitte was? Offenbar hat man plötzliches Interesse und die vielen Briefe als Zeichen ruchloser Pläne interpretiert und ist offenbar der Meinung, dass ich ein Komplott gegen ihn aushecke. Wollte doch nur einen guten Eindruck da lassen. König Eduard, der Brillante von Polen, verliert 10 Meinungen von mir. Und er hat 5 Jahre lang noch wachsamer. Und Ben ist komplott, ihn zu beeinflussen. An den gütigen König Michael von Deutschland. Ich fordere euch auf, unser Bündnis zu ehren und euch mir beim Krieg gegen die Tyrannei von Herzog Siegfriedo anzuschließen. Okay. Noch mehr? Wer? Wer ist auch Siegfriedo? Na gut. Ja gut. Natürlich, my friend. Und wie komme ich da am schnellsten hin? Das ist die Frage. So. Marburg. So. Wie lange brauchen die? 27 Tage? Warum brauchen die denn so lange? Verbündete des Feindes tritt bei Herzog Radulov. Huch. So. Wen haben wir denn hier? So. Dann spaziert er mal hin. Und du wirst aufgelöst. So. Dann hoffe ich mal nur, dass dass jetzt meine Feinde, meine Gegner oder die, die mich nicht so mögen, dass sie das nicht ausnutzen. So. Betrunkene Schlägerei. Man kann sich gar nicht benehmen. Die Taverne in Merseburg ist üblicherweise der am besten geeignete Ort, um die Sorgen der Welt zu vergessen. Doch heute Abend ist eine Ausnahme. Wie das Pech es will, setzt Jindrich, meinen Rivalen, nur einen Tisch von Benike und mir entfernt und geht uns seit unserer Ankunft auf die Nerven. Alles, was noch fehlte, war ein weiteres versehentliches Verschütten seines Getränks über meinen Arm, als Benike plötzlich aufsteht. Jindrich erhebt sich ebenfalls, und erst als die beiden ziemlich betrunken in Kampfhaltung gehen, schaffe auch ich es, mich schwerfällig auf die eigenen Beine zu wuchten. Mein Gott, schlagt ihn mitten in die Fresse, Benike. Jo, immer mitten in die Fresse rein. Mögliche Ergebnisse, 0%, Benike gewinnt den Kampf. Super. 99%, Benike verliert den Kampf. Er ist es nicht wert. Das Geschehen, Benike wird die Eigenschaft loyal.
Geh zur Seite, Jenrich, gehört mir. Hier bei 21 und 19 und jetzt 27 und 17. Okay, das ist nicht wert. So, wie lange dauert das hier? 2 Jahre. Mein Sohn. Oh, Elisa, ihr wart so tapfer, so stark. Worte können nicht beschreiben, wie stolz ich bin auf euch. Und nun haben wir einen perfekten kleinen Sohn. Wie wirst du einst sein, mein Kind? Und wie sollen wir dich nennen? Tobe. Tobe. My daddy is Tobe. Wie heißt meine Kinder denn? Also logischerweise Tankmar und Laura, Maria, Natasia, Miriana und Tobe. Ganz schön. Also, zweiter Junge erst. Ja, dann kann er ja auch nach mir heißen. Ganz sicher. Mein Freund Ernst ist verstorben. Bürgermeister Ernst von Nackerskopf. Ich glaube, im Alter von 55 im Schlaf. Graf Drubomir II. Hat Baronie von Zechenau an einen Kriegerorden, den Orden von Calatrava, verpachtet. Ja, das ist doch schick. Und warum dauert das so lange? So, was ist hier noch? Ich muss eben gucken, wo ich hab ja noch einen Platz frei für ein Komplott. Nur 50%? Puh. Na denn. Oh, ich habe hier nicht geguckt. Herzog Zbigniew II. Vom Wilzenland hat die Aufgabe, mehr Kontrolle in Gemeinde in die Rupinwände. Hallo, schnell, aber dann schnell, die kriegen bestimmt alle ab bis dahin. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ist nicht gut. Eieiei. Ein weicher Teppich, farbenfroh und flauschig, erreicht mich als Geschenk von König Jürgen. Jürgen? Ich weiß nicht warum. Wer mir ein derart ausgezeichnetes Geschenk macht, doch die edle Webkunst des Teppichs ist so seidenweich wie die Haut eines Engels. Der Ehrliche. Der Teppich mit dem Gang in mein Gemächer bedeckt. Er halte 10 Jahre lang flauschiger und exotischer Teppich. Monatliches Prestige plus 20%, Komplott Widerstand für feindselige Komplotte minus 10. Werde ich wohl am besten los. Er hat 170 Gold und ich halte 10 lang extra Wasser. Ja. Das ist der Ehrliche. Der will mich doch nicht. Will mich doch nicht bescheißen. Die Wiesen sind in Württemberg. Sehr gut. Alles klar. Oder hier nochmal. Ja, das gleiche. Ja, das übliche. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle Schluss, bevor wir es dann gleich in die Schlacht geht. Die wir hoffentlich gewinnen oder zumindest so lange hinhalten können, bis die auch noch kommen. Das sind zwar nicht viele, die wollen auch dahin, aber vielleicht, wenn die sehen, dass wir da kommen, wir werden sehen. Na gut, wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst doch bitte einen Daumen nach oben da, ein Abo wäre nice, teilt das Video, wenn ihr möchtet und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dahin, alles Gute, bleibt gesund, bleibt sicher, bye bye, euer Tobi.